Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Cat vs. Corgis. Ja, ich weiß, wir hatten eigentlich genügend Katzenspiele auf meinem Kanal in den letzten Tagen. Allerdings habe ich dieses Spiel entdeckt und es muss einfach nur gut sein. Ich meine, mit Cat vs. hatten wir jetzt ein echt gutes Katzenspiel und ich habe den Trailer gesehen von diesem Spiel, Leute. Und es ist danach Action, Spaß, noch mehr Spaß und Katzen gegen Corgis auch. Und deswegen muss das perfekte Spiel sein. Ich hoffe es doch. Unsere Katze ist Stretchy, soweit ich das dem Trailer nehmen konnte. Und wir starten ein Spiel. Das Spiel startet. Ich habe schon mal getestet, deswegen nehmen wir jetzt hier Save-File 2, Leute. Eins ist ja schon belegt. Und ist ein Ingame. Oh. Was für eine beruhigende Musik in meinen Ohren. Unser Ziel ist es, wahrscheinlich Corgis zu verprügeln. Wir gehen in den Gartenpath rein. Oh, das ist hier eine Levelauswahl. Okay. Und wir müssen kleine Cracker einsammeln. Kleine Fischis. Okay. Oh Gottes Willen. Oh, oh, oh. Oh, steuert sich gar nicht so schrecklich, wie ich gedacht habe. Der Angriff dreht man sich einfach nur. Ui. Ah, Leute. Kein Corgi ist uns sicher. Ah, und oben links sehen wir, wie viele Sachen wir einsammeln müssen. Hä? Hä? Und jetzt verlieren wir wieder unsere Fische? Okay. Aber die Corgis haben echt keine Chance. Bis jetzt zumindest. Ach, wir haben ja einen Doppelsprung. Und wir können ja mit unserem Schweif auch irgendwie so Mega-Sprünge machen. Geht es hier zum Beispiel an den Baum? Nee. Alter, die armen Hunde. Ach, Mann. Und was ist das? Ah! Okay, okay. Das ist ein Kratzbaum und Kratzbäume sind natürlich wahrscheinlich hier Checkpoints. Okay, alles klar. Sammeln wir weiter die Katzenkekse auf. Oh nein, das Wasser. Ah, warte, warte, warte. Da will ich nochmal zurück. Zack, zack. Nee, Rechtsklick. Ah! Oh, Doppel-Leertaste, Rechtsklick und dann... Nein! Hä? Okay, und dann jetzt loslassen. Hallo, hast du... Ah, nee! Das ist einfach weiterentwickelter... Okay, vielleicht auch nur ein anders angezogener Corgi. Oh nein, Rechtsklick! Oh, ich jetzt... Waren da gerade Bienen? Ui. Kann ich mich auch irgendwie... Nein! Okay. Was zur Hölle? Aufhören! Und zack! Oh Gott, die Bienen. Machen die mir was? Nein! Oh Gott! Oh Gott, ich muss hin. Und kratzen. Och nein, sag mir nicht, dass die zweitbeste Spielmechanik auf der Welt eingebaut. Ich muss doch jetzt nicht einen Irrgarten machen, oder? Nee, das wäre zu complicated. Oh, noch ein Kratzbaum. Was ist das? Oh! Was ist das? Das ist ein Special. Das ist ein Wolfsknoll. Hä? Habe ich jetzt ein Schutzschild? Ist das immer Zufall, was ich bekomme? Beim anderen habe ich meine Fische verbraucht und bin nach vorne gedüst. Ah! Ach so, weil hier gespuckt wird. Okay, ich kann die anscheinend nicht töten. Okay, diesmal schaffe ich das. Ui, Katzen! Im Prinzip, wenn ich die ganze Zeit springen, dann kannst du mich... Was macht die Kamera? Auch so gut wie gar nicht trefflich. Also vorhin, als man noch keine Kurven gelaufen ist, da hat das mit der Steuerung besser funktioniert. Okay, Leute. Katzenmove. Woo! Und Sprung. Ja. Nein, nein, nein. Okay, es ist trotzdem, wir gehen trotzdem so zumindest in einer Art durch einen Irrgarten. Aber der Schutzschild ist gut auf jeden Fall. Ein Treffer können wir einstecken. Oh, das Schutzschild hat uns gerettet. Und jetzt kommen wir in den Park. Alter, ist das hübsch. Da verlieren wir wieder unsere Fische. Aber das ist eigentlich ganz gut. Ah, schaffe ich's? Nein, 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 nein. Diese Kamera, die man irgendwie nicht steuern kann, die macht das Ganze nicht einfacher. Und ich frage mich gerade, warum wir wieder die Fische verlieren. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Los. Ah, komm schon, rüber. Ja. Irgendwie ist auch meine Maus hier im Bild, mit der man normalerweise vielleicht die
die Kamera steuern kann, aber ich... Hallo, Leute! Komm schon! Oh Gott, die hat sich in der Luft gedreht! Okay, und wir haben es geschafft. Ja, ist das das Ziel? Okay. Ah! Ich wollte gerade fragen, warum ist das ein Schild das Ziel? Aber jetzt ergibt alles Sinn. Gartenpath. Ah, okay, jetzt haben wir quasi das nächste damit geöffnet. Jetzt haben wir hier so ein Symbol angebracht. Und jetzt können wir hier zu Sanctuary. Leute, 9 Level soll es geben. 9 Stück. Und das nächste Level ist ein Burglevel. Kann ich darüber in... Das ist, ein offenes Level, Leute. Das ist gar kein Kanal mehr. Zack. Oh, nein! Oh Gott. Der Blick, als die Katze gestorben ist, war ja schrecklich. Ah! Und Sprung. Was ist da? Ach nee, die Pflanzen kann ich nicht besiegen. Okay, einfach nur ausweichen. Die Hunde sind echt... Ich frag mich, wer diese ganzen Hunde hier in der Welt aufgestellt hat. War da ein Fisch? Oh, muss ich den auch einsammeln, wie die ganzen kleinen Fische? Oh, Gottes Willen. Was war das für ein Geräusch? Okay, Fisch kommt. Und ausgewählt. Da oben in der Luft war... Ist es Ach, das soll wahrscheinlich Katzenminze sein. Ich würde gern... Genau. Wieder Fischchen auspupsen. Oh Gott. Wie soll ich da rüberkommen? Oh nein. Oh nein. Ah! Okay, wir haben es. Wir haben es geschafft. Der Horror. Aber jetzt sind wir in der Stadt. Okay, hier ist schöner Schilf. So hieß es doch, oder? Ich habe mich schon mal Pflanzen blamiert. Da habe ich Fahnen gebaut statt irgendwas anderes, statt Efeu. Daran erinnere ich mich noch. Oh, 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 da ist ein Fellknäuel. Die Frage ist... Nee, okay, der Ich weiß nicht mehr, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Hat keine Hitbox. Ah! Okay, wir haben ein Schutzschild. Okay. Kein Problem für uns. Die Superkatze. Wir sammeln Fische auf, pupsen die irgendwann aus und töten dabei Hunde. Ich muss sagen, es wird nie langweilig. Oh, ist da oben ein Riesenfisch? Nee, das ist nur die Kamera. Okay. Ja gut, es bringt halt nichts, die aufzusammeln. Ich verstehe das mit den Fischen nicht. Die soll man irgendwie aufsammeln, aber dann, wenn man 30 hat, auch nicht, bis man wieder pupsen kann. Und sobald man gepupst hat, darf man dann plötzlich wieder. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hin und her schießt, wegen... Okay, ja gut, doch, ich sehe es halbwegs. Aber jetzt habe ich keinen... Oh! Die Texturen am Abgrund. Einfach die langgezogenen Bodentexturen. Das ist gut gemacht. Ich mag's. Und wieder kratzen. Ach, die besten. Oh Gott, ein Geist. Oh, oh, verfolgt. Der zielt auf uns. Okay, okay. Hä? Was war das? Ach nein, da oben war. Ach, ich pups wieder die Fischchen aus. Okay, die Geister können zielen. Nein, 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 nein. Ah ja. Ah. Oh Gott, eine Spinne. Gott, die Action ist doch real. Los, schnell das Schild. Hier will ich nicht mehr sein. Hab ich irgendwie nur Fische verloren? Nee, Fische habe ich ausgepupst. Die Spinne hat mir irgendwie nichts gemacht. Warum nicht? Merkwürdig. Forest. Oh nee, da werden mehr Spinnen auf uns warten. Ich muss sagen, Spinnen finde ich doof. Das finde ich nicht gut. Obwohl, ach, wir kommen sogar. Nee, wir kommen gerade aus dem Garten raus. Davor waren wir in irgendeinem alten, verfallenen Tempel oder sowas. Aber Corgis... sind immer noch nicht vor uns sicher. Und irgendwie finde ich schade, dass ich Ewigkeiten nicht mehr... meine Fähigkeit mit dem Katzenschweif benutzen musste. Ich würde sagen, auf diese Wasser-Jump-Runs, die man irgendwie nicht kontrollieren kann. Naja, irgendwie geht es ja anscheinend schon. Ich bekomme es ja irgendwie hin. Könnte ich aber auch verzichten. Hä? Habe ich abgekürzt? Irgendwie habe ich das Gefühl... Hä? Sollte ich hier sein? Da unten geht's doch eigentlich auch weiter. Oh, Bienen. Ja, irgendwie weiß ich immer noch nicht, ob die Bienen irgendwas machen. Hä? Warum ist da unten ein Weg und hier oben auch? Nein, was will die Kamera von mir? Oder laufe ich jetzt im Kreis? Nein, nein, nein. Bienen. Ah! Nein, ich habe zu früh losgelassen. Oh, oh. Okay, okay, Leute. Jetzt kommt die Challenge. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Oh, das war wieder... Oder laufe ich rückwärts? Nee, nee, nee. Der ist jetzt...
blau, also der war ja nicht rot. Und hier sind noch ganz viele Fische. Was auch immer die bringen. Okay. Gab es jetzt hier zwei Routen? Das wäre ja echt. Ich glaube, hier gab es zwei Routen. Weil jetzt kann ich ja hier geradeaus gehen oder man kann von der anderen Seite wahrscheinlich gekommen sein, oder? Wow, dieses Spiel, Leute. Immer wieder für neue Überraschungen gut. Wollknäuel! Oh Gott, da oben ist wieder ein Bienennest. Also was diese Bienen machen, weiß ich nicht. Vielleicht machen die auch ein... Oh, ein Fisch. Auch einfach gar nichts. Könnte auch gut sein. Aber lieber Vorsicht als Nachsicht. Altes Katzensprichwort. Nein. Okay, okay. Ja, ja, ja. Und jetzt irgendwie nach links. Oh, okay, okay. Nein, nein, nein. Oh. Das ist echt die Hölle. Und, oh nein, auch noch Fische drin. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Zwei Killer-Korgis. Achtung. Okay, Maudado. Ich kann auch, glaube ich, die ganze Zeit Linksklick drücken, immer und immer wieder. Und das hätte keinen Nachteil für mich. Ah, da hätte ich mich langhangeln sollen. Aber wir nehmen den alternativen Weg. Ohne Hangeln. Achtung. Fisch. Wow, jetzt wird es ja auch noch richtig schwer, Leute. Letzter Sprung am Fisch vorbei. Oh, ja, okay, wir haben es. Wir haben es, wir haben es. Die Hölle überstanden. Und jetzt müssen wir ab in die Mine. Ah, Korgis in der Höhle. Das war eine Überraschung, Leute. Oh, oh, neue Gegner. Krass. Oh, 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 oh. Jumpscare, Fledermäuse. Oh, oh. Hä? Nein, 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 nein. Was, 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 was? Oh, nein, 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 nein. Nein, der Ball darf mich nicht erwischen. Nein! Oh! Das war tatsächlich Action pur. Wow. Und Regenbogen. Oh, nein, nein, nein. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich sehe nichts. Muss ich da runter? Hallo? Ah! Was? Warum ist das Sound? Warum ist das Sound? Killer Mutant Plant versus was? Ein Boss? Okay, okay, die Ranken töten uns. Was muss ich machen? Kann ich irgendwas mit meinem... Nee, mit dem Schweif kann ich nichts machen. Okay. Ich könnte halt versuchen, hochzuspringen. Nee. Oder auf die hintere Plattform bei ihm und dagegen schlagen. Das war gerade das Einzige, was mir hier einfällt. Okay, ich warte einfach mal ab. Vielleicht passiert hier irgendwas. Einfach nicht töten lassen, wisst ihr. Bisschen chillen. Das kann echt merkwürdig. Ah! Ah, tatsächlich. Dann öffnet sich ein Jump'n'Run. Dann kann ich darüber und dann gegen das Rote schlagen ein paar Mal. Und dann verschwindet es. Oh, okay, okay, okay. Und dann warten wir einfach ab, bis das passiert. Oh nein. Okay, die Dinger töten ja. So viel habe ich auch verstanden. Muss ich ihn triggern, damit irgendwas passiert? Ich muss sagen, irgendwie ist diese Wartephase zwischen seinen Angriffen... Nein! Was? Was war denn das für ein Prank? Extrem lange. Aber er prankt einfach nur. Hä? Okay, die Dinger fahren ein. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt kommen gleich die anderen. Nein! Diese Angriffsanimation ist immer so schnell vorbei. Ach, jetzt kommen die Löffel. Okay. Nein! Ach, nein, ich... Die Perspektive. Jetzt aber, oder? Ja, ja, ja. Ja. Nein! Oh nein. Okay. Und hier drauf? Ja, ja, ja. Und schlagen, 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 schlagen. Okay, okay, okay. Phase 3. Oh Gott. Leute, der Boss. Noch mehr von den Dingern. Ja. Okay. Nein, das ist doch unmöglich. Den machst du weich. Okay, okay. Warte. Warte. So, okay. Und jetzt laufen wir so. Okay, okay. Sobald er uns anguckt, müssen wir. Okay, okay, okay. Irgendwie hat er aber. Er tänzelt immer so. Er tänzelt immer nur. Das ist verwirrend. Hier. Hallo. Hier drüben sind wir. Komm schon, komm schon. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind die Tinten. Diese. Oh ja! Ja!
Oh nein, ich will da drauf landen. Ja, oh Gott sei Dank. So. Dann hier rüber. Ah! Okay. Zack. Ah! Nein! Nein! Okay. Hier rüber. Okay. Hier rauf. Komm schon! Und schlagen! Haben ihn, bitte. Wir haben ihn. Ja. Schnell, da nach vorne, der hat das Schild. Ich will hier raus. Wir haben es aufgesammelt. Der Screen faded away. Okay, Leute, ich glaube, ich habe erstmal genügend gesehen von diesem Spiel. Wir hatten alles. Wir hatten Hochs, wir haben Korgis verbrüllt, wir hatten Tiefs. Wir haben einen Boss besiegt. Ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schneiden soll, aber das war ganz lustig. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Cat vs. Corgis. Das beste Spiel. Tschüss.